Also, es hat nicht ganz geklappt, wie ich das wollte. 51. Bro, that's not correct. 54. Willst du mir sagen, ich bin jetzt fast tot oder was? Ah ja, wird schon wieder einpendeln. Ah ja, guck mal. So. Letzte Maske. Let's go. 92, 96. Ah, guck mal. That sounds more like it. Auch wenn an die 100 ein bisschen hoch ist dafür, dass ich hier nur sitze. Aber gut. So, that is my crystal. Please give me my crystal. Nee, macht er nicht. Well done, little one. You've more than earned this reward. Almost looks like the real thing, doesn't it? What? Nah. It's a replica, of course. Nothing that valuable could ever manifest on this stratum. Oh, er weiß Bescheid. Did you really think I'd give away something so precious? I had to bait the trap with something. No! 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 Oh, er hat eine richtig schöne, dreckige Lache. Es ist überall auf den Klamotten, ne? Also auf der Kappe, auf der Jacke, wahrscheinlich auch an der Hose, an den Schuhen, aber nicht im Haar und nicht im Gesicht. Now comes the real fun. The perfect place for your demise. Let the show begin! You're kidding. Oh shit. Mein Handy hat gerade vibriert. Oi, oi, oi. Oh shit. Oh shit. Oh look, it's a penny. Wie auch immer die jetzt gerade da daneben ballern konnte. Oh oh. Nein, nein, lass mich in Ruhe, bitte. Ja, ich guck gleich. Ach, guck mal. Oh. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Bitte, bitte gehen Sie. Oh oh. Da lag doch irgendwo noch. Ja! Ich muss mal ganz kurz nachladen. Bitte entschuldigen Sie mich einen kleinen Moment. Oh, war's das? Well, look at you! So much feistier than those other little rats. This is becoming genius. Time to shake things up. Kannst du mal bitte aufhören zu schneien? Wie? Bei dir schneit? Fertig, wir schnurmsen noch Popcorn. War es denn schön? Hallöchen, schön, dass du da bist, oh Gott. Oh shit. Uah! Ich glaube, ich muss da mal ganz kurz durch. Da ist nämlich noch da ist noch so ein Gatorade. Das hätte ich gerne. Ja, da ist noch so ein Gatorade. Das hätte ich gerne. Ja, seit letzter Nacht. Ach was. Nein! Ah!
Ich bin sehr froh, dass die dementsprechend schnell drauf gehen. Ach, jetzt hat er es am Bein! Oh Gott, ist der schnell! Oh Gott! I admire your tenacity. Futile. Oh Gott! Oh shit! Nein, lass mich, lass mich! Warum stirbst du nicht? Warum stirbst du nicht? Ich bin sehr froh, dass die dementsprechend schnell draufgehen. Take this, I will take it. Ich bin gespannt, ob das mit dem Clip-Command funktioniert, ne? Ich weiß es. Ach, jetzt habe ich sogar ein Ding mehr. Fancy. So, mein Freund. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, oh. Ah. Alright, 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 alright. Bam. 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 Komm, einmal noch. Bam. Jawohl. Rohrbomben. Ja, aber diesmal sind sie ja wenigstens nützlich. Die Kleine kann die wenigstens richtig werfen, oder? Komm. Nice. Also, sie wirft sie besser als ihr alter Herr. Was für ein Geplänkel denn? Ach, guck mal. Oh, mein Gott. Ach so, jetzt sind die Bits zu schade oder was, ja? Da verstehe ich das richtig. Oh Gott. Nope. Nope. Oh, zippel. Ja, ist okay, sehr gut. No matter. Your imminent demise is inevitable. Alter, wie viele von den Kreaturen kann er denn holen? Oh Gott. Okay. You died, wäre eine Trollnachricht. Wäre super witzig gewesen, wenn er jetzt gestanden hätte, dass man gestorben wäre. Where am I now? A deeper stratum. Treasure ahead. Horse a butthole. I don't want to leave. Until I find that crystal. I'm tired of being a freak. I want to have friends. I want to live a normal life. Without this curse. Wie heißt der? That terrifying crystal can make that happen. Make me normal. Florian Silbereisen, ne? Until I find it.
Yeah, so? All right, then. Dein Grübchen ein bisschen deine Nase. Ich google das jetzt. Wo ich eben gerade den... Es gibt das Post-Avatar Depression Syndrome. Wusstet ihr das? Und mit Post-Avatar meine ich jetzt nicht die Szene mit dem Onkel aus Avatar, der Herr der Elemente, sondern von dem Neuen mit den blauen Männchen. David. Fitz. Nicht Fotz, Fitz! Ja, nur du achtest auf sowas, Hase. Das ist okay. Iro. Ja, ich musste kurz an die Frisur gehen. Ja, Onkel Iro, genau. Exactly that. So, das heißt, wir gehen jetzt zum Puppenhaus oder was? Wehe, der Fötus rollt mir da wieder entgegen, ne? Oh, nein. Ich weiß, wo der Kristall ist. Das ist schön, dass du das weißt, kleiner Affenplüsch. Mach das, fahr vorsichtig. Fötus, Fötus, Jo-Jo-Ba. Willst du meine Freundin sein? Ich bin mir da nicht so sicher. Darf ich da durch? Nee, gell? Obwohl, vielleicht will ich ja doch ihre Freundin sein. Weil vielleicht verrät sie mir dann ja, wo der Kristall ist. Und vielleicht ist sie auch eine richtig coole Person, so. Let's play. I swear I've seen these monkeys before, but what the hell? Alright. Das habe ich jetzt voll im Kopf. RPG, die ganze Zeit in meinem Kopf so Fötus. Fötus. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, dass es sich dabei um eine kollektive Depression handeln würde von unserer Generation, nachdem uns klar wurde, dass es nie wieder sowas wie Avatar der Elemente gibt, hätte ich dir das geglaubt. Nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Es geht um Avatar 2 sogar am Silvesterwochenende über 1 Million Deutsche ins Kino. Doch seit Beginn des Kinostarts häufen sich die Meldungen über einen Effekt, der sich schon nach Erscheinen des ersten Avatar-Films bei einigen Menschen einstellte. Sie fühlen sich deprimiert. Im Jahr 2010 gaben ihnen dieses Phänomen den Begriff PADS, kurz für Post-Avatar Depression Syndrome. PADS ist kein medizinisch anerkannter Zustand, aber die Gefühle, die Menschen erleben, sind sehr real, heißt es dort in einem Bericht. Demnach hätten sie schon nach der Veröffentlichung des ersten Avatar-Films im Jahr 2000 neue Erzählungen von Zuschauern gehäuft, die sich danach unzufrieden mit ihrem Leben fühlen. Post-Avatar-Depression, also known as PAD for short, is the case when a person, after seeing the movie Avatar by James Cameron, eventually realizes that the world they live in sucks ass and they will never be able to fly, jump or live like the Navi do on Pandora. Oh, wow. Ich dachte, es wäre vielleicht irgendwas anderes, aber das ist ja noch sehr viel mehr Bullshit, als ich gedacht hätte. Ich dachte, es geht darum, weil Umwelt und so. Ein bisschen enttäuschend. Bitches never watched anime, came to terms with that at the age of 15. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich das fühle. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich das gerade fühle.
Aber komm schon. I mean, come on. Bei Avatar? Aufbruch nach Pandora? Oder hier, wie hieß der zweite jetzt mit Wasser? Way of Water hieß er im Englischen. Ich überlege gerade, wie er im Deutschen heißt. Der Weg des Wassers. Nee, keine Ahnung. Ja, Tana hat benutzt at permitted a term, bitches. Ah, ich lieb's. So, Entschuldigung, ich brauch gerade mal ganz kurz Strom für mein Handy. Also, wie gesagt, ich dachte, das wäre mehr so ein Ding jetzt von wegen Natur und so. Aber apparently it's just I wanna be 6 foot tall blue person jumping over trees. Which makes it a little bit pathetic. What's wrong? Don't care about nature. I wanna fucking stick my hand to a big flying dinosaur thingy and ride the crap out of it. What? Something seems different. Als sie dem ersten Teil diese Connection gezeigt haben, also als die zwei sich ineinander verknallt haben, und dass die sich dann ja auch verbunden haben damit, ist es ja offiziell eine versteckte Sexszene. Aber pimpern die mit den Haaren auch? Das habe ich mich damals schon gefragt. Welcome, Rose. Oh. This is weird. Muss das sein? Das ist Klassen für den Fahrstuhl, aber er ist verschlossen. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Fand ich schlimmer, dass sie sich mit dem Pferd verbunden haben. Ich fand das cool im Sinne von auch mit den Fliegedingern. So von wegen, man verbindet sich miteinander. Das schafft Vertrauen. Das heißt, Tier und Reiter können besser miteinander funktionieren. Wenn, ne? Die Idee dahinter fand ich cool. Aber wie gesagt, bei dieser Sexszene. Ha. Warte mal. Kriege ich denn? Achtung, es wird quietschig. Das will ich aber nicht. Das machen wir raus. Das machen wir dahin. Das macht mich tiefer. Das macht mich ein bisschen höher. Dafür nehmen wir das raus. 5. Januar. Heute war mein erster Schultag. Der holt sich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz, ganz fest umarmen. Da waren total viele Kinder, die so alt sind wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, dass ich mich vor der Klasse vorstellen musste, aber ich habe mich auch total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. Kein Kind jemals. Also außer vielleicht am wirklich allerersten Tag und danach ist es einfach nur so ein ich will da nie mehr hin, das ist voll kacke. Januar. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar der anderen Kinder angesprochen, aber niemand wollte mit mir reden. Der Unterricht ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mama gelernt. Aber anscheinend darf ich mich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines zu mir gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. Nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Alter. Penishände! 10. Februar. Heute hat der Lehrer mich geschimpft, weil ich immer mein Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, obwohl ich mich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Es ist alles wegen dem blöden weißen Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wische es auch immer sofort ab, aber manchmal will es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass das ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich, aber es hat nicht geholfen. 4. April. Wow. Januar, Februar, April.
Endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy aus meiner Klasse. Sie meinte, sie wollte schon die ganze Zeit mit mir befreundet sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann's nicht glauben. Ich bin so glücklich. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine wird auch meine Freundin. Fungus Puberty sure is early. Mhm. Ich bleib bei Penishänden. Ich bleib bei Penishänden. Erkennt die jetzt denjenigen? Ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich habe keine Ahnung. Aus der eigenen Schulzeit? Penif! Penif! Liegt hier noch mehr Stuff? Nee, ja. Oh, das bin ich. There's someone obsessed with me. Aber man kommt nicht ran. Der ist doch safe auch nicht echt. Es ist ein Mädchen. It's the same shit all over again. There is the weapon. Sein Bauch ist zugenäht. Sieht aus, als wäre da etwas drin. Ja, no shit, Sherlock. Herr Affe hat Bauchweh. Wenn du ihm hilfst, gibt er dir vielleicht den Kristall. This looks more like my weapon, but alright. Sure. Let's help Mr. Monkey. I'm fine with that. I can do that. All night long. Is there something in the cabin? It's not a cabin. It's something different that I don't know the name of right now. It's a closet. Dankeschön. It's a closet. Das ist ein Closet. Jimmys Zimmer. Habe ich keinen Schlüssel zu. Alright. Closet. Man könnte auch Wardrobe sagen. Würde es aber vielleicht nicht ganz treffen. Es bleibt ein Closet. Wenn ich da eine Toilette reinmache, ist es dann ein Closet? Also mehrere? Alright, there's nothing here. I can work with that. Oh, Gott sei Dank, die Schränke gehen nicht auf. Oh, macht mich das gerade ein bisschen happy. Also kein Fötus. 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 Hier sind Kinderzeichnungen an der Wand. Das sind ganz, ganz normale Kinderzeichnungen. Kinder beschmieren gern Wände. The fuck? Habt ihr das gerade auch gehört? Dieses Duf, 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 Duf. Ich hab's gerade versucht nachzumachen. Es klang wie ein Anfänger-Beatbox. Ja, ganz normale Kinderzeichnungen. Definitiv. Hab ich auch gemacht, tatsächlich. Kriegsmalereien. Leute, die abgeschlachtet werden. Hab ich halt wirklich. Also jetzt nicht so in dem gruseligen Ausmaß, aber. Und dazu habe ich immer Geräusche gemacht. So. Ich war ein sehr geistreiches Kind. Nein, ich verarsche euch gerade nicht. Ich habe das wirklich gemacht. Der zugemüllte Schrank. Das Bild im Bücherregal. Der vollgestopfte Schreibtisch. Da steht nie im Leben Text. Nie im Leben steht da Text. Hallo? Hello from the other side. I must have called at least once, and then I just hang up after the first boop because of. Call anxiety. And therefore I could say, yeah, I didn't read you. Sorry, I had to write you this email. Was? Vollgestopfter Schrank? Achso, warte mal, Müll? Schreibtisch? Warte, was war das? Vollgestopfter Schrank? Zwei. Warte mal, stopp. In welcher Reihenfolge war das? 44? Warte, gib mir die Reihenfolgenummer.
Also 02, 44 und dann noch der Schreibtisch. Aber wo? Nee, nicht der Schreibtisch. Right? 44, 2, 66 oder 99. Bin mir nicht sicher darüber. Nee, stopp. 02. 44. 66, right? Ja. Ah. Schön, schön, dass der Blut dran ist. Ich muss davon ausgehen. Ja, ich muss leider zugeben, dass du recht hast. Es sieht sehr danach aus. Völlig zugerostet. Ah ja, sicher. Ich dachte eigentlich. Ah. Okay, ich muss davon... Ah. Schön. Ja. Total toll. Das war alles, was ich mir immer gewünscht habe. Alter! Mach doch sowas nicht mit mir! Ist Mr. Teddy noch da? Mr. Teddy ist noch da. Schnieke. Alright. Ja, oder Captain America hatte doch sowas ähnliches. Ah, nice. Ja. Ja, aber... Ich muss doch. Oh, lol. Vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Lagerfeuer entfachst. Lucy? Lucy. Ich wette, du findest allerlei Orte, an denen du mit dieser Puppe und ihren Freunden spielen kannst. Okay, so I guess this is... Die ihre Arme hält, als hätte sie einen langen Stab in der Hand. Auf ihrem Kleid steht Lucy. Hä? Stell die doch dahin! Danke. Lucy? Was ist das da hinten? Wen haben wir da noch? Das Etikett ist unlesbar. Ja, geil. Ja, mega. Richtig praktisch, ey. Ah! Wie gesagt, ganz normale Kinderzeichnungen. Ach ja. Ich hab's hier drin, ehrlich gesagt, wirklich nicht vermisst. Ich sag's, wie es ist. Ich hab's einfach nicht vermisst. So einer der Orte, die ich eigentlich echt nicht mehr sehen wollte. You know? Puppe Pose 2. Du bist... ihren rechten Arm nach vorne streckt. Ihrem Kleid steht Catherine. Och, nee, das... Nein. Niemand will mit ihr befreundet sein. Was für ein Loser. Okay, also wir haben hier die Story, die von ihr erzählt wird. I guess... Wie lange machst du noch? Keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde noch? Warum? Wolltest du noch was? Ich kann auch gerne jetzt, wenn du möchtest. Okay, also wir haben zwei Tische mit jeweils unterschiedlich vielen Puppen.
Nee, sicher. Bist du dir sicher?